Wenn du einen Buchs in deinem Garten hast, dann hast du bestimmt schon mal vom Buchsbaumzünsler gehört. Was das ist und was du dagegen kannst machen, das erzähle ich dir heute. Der Buchsbaumzünsler ist aus Asien eingeschleppt worden und ein ziemlich gefräßiger Gesell. Und wenn du ihn nicht behandelt tust, dann hast du innerhalb kürzester Zeit einen völlig kahlgefressenen Busch. Vom März bis in Oktober hat der Buchsbaumzünsler bis zu 4 Zyklen, das heisst Raupen, Falter, Eier. Das heisst, für uns Hauswirt vom März bis im Oktober müssen wir regelmäßig Buchs kontrollieren und wenn wir wieder Raupenbefall haben, dass wir eigentlich dann spritzen tun. Um die Raupen von dem Buchsbaumzünsler zu bekämpfen, gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Mittelarten auf dem Markt. Das eine sind parasitäre Mittel und das andere ist ein Fraßinsektizid. Das Fraßinsektizid funktioniert eigentlich so, dass die Raupe eigentlich ein Gift übers Fressen aufnimmt und dann einfach stirbt. Die parasitären Mittel, die sind so konstruiert, dass die Raupe eigentlich einen Parasit aufnimmt und der Parasit tut sich dann eigentlich in der Raupe rein vermehren und frisst eigentlich die Raupe von innen her auf. Ich verwende heute das Delfin von Andermatt Biocontrol. Das ist ein parasitäres Mittel und wie man das handhaben tut, das zeige ich dir jetzt. Mit so einer Rückenspritze lässt sich eigentlich das Mittel sehr, sehr gut verteilen. Geliefert wird das Ganze in so kleine Portionen. Eine Portion hat 4,5 Gramm und ist für 3 Liter Spritzbrühe. Das heisst, wir füllen jetzt 3 Liter Wasser in die Rückenspritze rein und tun dann das mit dem Mittel mischen. Grundsätzlich machen wir nur so viel Spritzbrühe an, wie wir dann auch wirklich brauchen. Dann beim Spritzen von so Mittel, auch wenn da Bio draufsteht, verwenden wir selbstverständlich PSA. Zu den PSA gehören natürlich lange Kleider, Schutzbrille, Handschuhe und Atemschutz. Dann bauen wir eigentlich schön Druck auf und tun dann den Busch innen und außen tropfnass benetzen, damit wirklich jedes Blatt von unten und von oben auch mit dem Mittel benetzt ist. Beim Spritzen sind noch folgende 3 Sachen wichtig. Einerseits die Windrichtung beachten, dass man das Zeug nicht alles im Gesicht hat. Andererseits auch wichtig, nur einen Busch spritzen, der auch trockene Blätter hat. Und es wäre gut, wenn mindestens 48 Stunden kein Niederschlag kommt. Wenn dir das Video gefallen hat, dann unbedingt den Kanal abonnieren.